Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder zwei Telefonate mit zwei Finanzbetrügern, die uns wie gewohnt das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Tja, unterirdischer könnte es bald schon gar nicht mehr laufen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es irgendwie von Anruf zu Anruf immer schrecklicher wird und das Deutsch immer schlechter. Doch hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo wir alle besser unser Geld nicht einzahlen sollten. Ja, hallo. Hallo. Ja. Mario Kart? Herr Kart, ja. Schönen Tag, Herr Kart. Das ist Tina Meyer, Account Managerin von der Handelsplattform. Sie haben sich bei uns registriert. Stimmt das? Weiß ich nicht. Woher soll ich denn das wissen, ob das stimmt? Wie bitte? Es geht um Onlinehandel. Aha. Wie haben Sie das Interesse an Onlinehandel, ja? Wie meinen Sie das? Wie bitte? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Ihre persönliche Account-Managerin Lena Meyer. Mhm. Ich kann Ihnen erklären, wie es funktioniert, okay? Was denn? Okay, also Online-Handel funktioniert ganz automatisch. Mhm. Also das bedeutet, dass automatisches Computerprogramm, das mit Hilfe mathematischer Algorithmen den Finanzmarkt analysiert, wählt die besten Trades aus und schließt diese ab. Das Geld wird in verschiedene Wirtschaftsgüter investiert. Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe. Also mit einem Wort kann man sagen, es funktioniert durch den Roboter. Und da alles automatisch läuft, braucht man dazu nicht zu viel Zeit, nicht große Erfahrungen. Sie kontrollieren nur Ihr Kontostand, die Gewinne, den Verlauf. Ja, aber Sie werden nicht allein nur mit dem Roboter. Sie bekommen von uns Ansprechpartner, das heißt Finanzanalytiker, Finanzberater. Es ist natürlich kostenlos. Nach der Kontoaktivierung ruft er Sie an, macht für Sie die Einstellungen, schaltet den Handel ein und begleitet Sie Schritt für Schritt. Ja, beantwortet alle Ihre Fragen und sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? Nee. Keine Erfahrungen, ganz neu, also wie die Mehrheit unserer Kunden, ja. Aber zuerst muss man Ihr Handelskonto aktivieren, dazu bin ich hier, ja, dann weiß. Ist ja sehr schön. Wie die Mehrheit aller Ihrer Kunden hat man keine Ahnung. Tja, also genau das will man von so einem Trading-Unternehmen überhaupt nicht hören. Denn wenn man da keine Ahnung von hat, sollte man da definitiv auch nicht investieren. Denn Trading ist hochspekulativ und das Geld ist schneller weg, als man denkt. Vor allem reichen diese üblichen 250 Euro nicht mal im Ansatz dazu aus, um bei Trading vernünftig und profitabel irgendwie mitzumachen. Denn wer in Trading-Produkte investieren möchte, da sollte man mindestens mit 1000 Euro anfangen, wenn es dann überhaupt irgendwie lukrativ sein soll. Denn die Kohle ist schneller weg, als man gucken kann. Ein falsch gesetzter Trade und das ganze Geld ist verloren. Man muss sich das Ganze auch so vorstellen, ihr zahlt dort Geld ein, nehmen wir jetzt mal 250 Euro, und ihr eröffnet einen Trade mit 25 Euro. Also handelt jetzt mit diesen 25 Euro. Mehr gebt ihr da jetzt nicht rein, nur die 25 Euro von den 250 Euro. Was macht man dann, wenn jetzt dieser Trade schief läuft und er an Wert verliert, also der Kurs eben fällt und man hat auf einen steigenden Kurs gesetzt und der Kurs, der fällt und fällt und fällt. Dann kann man hier noch die Möglichkeit nutzen, Geld nachzuschieben. Das heißt, die restlichen, also von den 250 Euro, wenn ihr da 25 Euro schon investiert habt, sind 225 Euro noch über. Dann schiebt man nochmal schnell 25 Euro zum Beispiel nach, um eben keinen Verlust zu machen. Also hat man jetzt insgesamt schon 50 Euro investiert. Fällt der Kurs weiter, schiebt man nochmal Geld nach. Das Ganze funktioniert in der Regel automatisch, bis euer Konto leer ist. Ist euer Konto jetzt leer? Tja, dann wird der Trade automatisch geschlossen, weil ihr habt das Geld dann offiziell verloren, weil kein Geld mehr auf dem Konto. Und somit ist die Kohle dann komplett verschwunden, also weg. Das wäre jetzt beim richtigen Börsenhandel oder beim richtigen Trading-Markt der Fall. Diese Betrüger hier hingegen, naja, die stecken sich das Geld, also die 250 Euro, direkt in ihre eigene Tasche und melden sich danach nie wieder. So ist das Prinzip von denen hier. Aber um einfach mal auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wie so ein Aktienmarkt wirklich funktioniert. Das kann nur funktionieren, wenn man da 1000 Euro und mehr liegen hat. Also am besser noch 10.000 Euro. Tatsächlich, es hört sich jetzt utopisch an, aber wer da nicht mit mindestens 1000 Euro auf dem Tradingmarkt einsteigt, der sollte es grundsätzlich wirklich gleich bleiben lassen. Weil ihr einfach kein Geld zum Nachlegen habt. Denn niemand kann euch garantieren, dass den Trade, den ihr da gesetzt habt, dass der auch wirklich sich in diese Richtung entwickelt, wie man eben gewettet hat. Tja,
dann müsste man hell sehen können. Die Chance hier ist 50-50, dass der Kurs steigt oder eben sinkt. Und selbst wenn der Kurs gestiegen ist und man steigt nicht rechtzeitig aus, kann er ja immer noch im Nachgang wieder fallen. Und dann hatte man vielleicht kurz Gewinn, aber der ist dann wieder weg. Und solange man die Position nicht selbst schließt, bleibt man da drin. Ja, und die wollen jetzt hier einen Roboter, also so einen tollen Bot, verkaufen, der das alles automatisch macht. Tja, es gibt's. MetaTrader 4 zum Beispiel, dass man da automatisch aussteigt, dass man nicht so viele Verluste hat. Ja, aber da muss man tatsächlich auch Ahnung von haben, wenn man das benutzen möchte. Ansonsten ist die Kohle definitiv ganz schnell weg. 80% aller Kleinanleger verlieren direkt am Anfang ihr Geld, was sie dort eingezahlt haben. Hier bei denen sind es definitiv 100%. Arbeiten Sie mit Ihrem persönlichen Finanzanalytiker? Und was bedeutet aktivieren? Also, man muss etwas auf Ihr Handelskonto haben, um zu starten. Das heißt, Sie verdienen Gewinne von Ihrem Betrag auf Ihrem Handelskonto. Und die technische Grenze bei erster Einzahlung ist von 250 Euro bis 1000 Euro. Also 250, das ist der minimale Betrag, mit dem Sie starten können. Und tja, also grundsätzlich kann man bei seriösen Firmen auch weniger Geld einzahlen, nur wie ich euch schon erklärt habe, es macht halt keinen Sinn, mit weniger anzufangen. Die maximale Obergrenze von 1000 Euro ist auch Blödsinn. In den Kommentaren habe ich hier mal einen findigen Kommentar gefunden von jemandem, habe ich jetzt leider nicht direkt auf dem Schirm, wer es geschrieben hat. In dem Kommentar stand, die 1000 Euro Obergrenze haben was mit der Verfolgbarkeit über Kreditkarten zu tun, weil alles über 1000 oder alles unter 1000 Euro ist dann wohl nicht so rückverfolgbar. Ich blicke da nicht ganz selber durch, ich kenne mich da mit diesem Thema jetzt nicht aus, klingt aber auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht so falsch. Denn über 1000 Euro ist das Ganze dann schon eine ganz andere Hausnummer. Dass man da das Geld zurückverfolgen können müsste über das Kreditunternehmen, wo das Geld hingegangen ist, macht schon irgendwie Sinn. Dadurch, dass da aber danach Mittelsmannkonten benutzt werden und nicht die Konten der eigentlichen Betrugsopfer oder eigentlichen Kriminellen hier so rum, es werden ja Betrugsopfer teilweise auch dafür benutzt, ihr eigenes privates Konto dafür zu benutzen, um eben da beim Betrug mitzuhelfen. Da spricht man denn davon, wenn man das Geld auf Privatkonten transferieren kann, dann würde man da immer einen kleinen Betrag von behalten dürfen und den Rest überweist man dann einfach ans nächste Konto. Und die Kette, die kann sich natürlich ins Unermessliche weiterziehen. So kann man seine Identität dann trotzdem verschleiern. Nun ja, aber das ist dann jetzt hier wahrscheinlich der Grund, dass man nicht mehr als 1000 Euro bei diesen Betrügern investieren kann, soll oder wie auch immer. Fakt ist, dass auch 1000 Euro auf dem Trading-Markt ganz kleines, wenig bisschen Spielgeld ist. Tja, das lohnt sich da tatsächlich auch kaum. Und na klar kann man damit dann schon traden und na klar kann man damit auch erfolgreich sein. Na, also Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn man davon Ahnung hat. Aber selbst wenn man davon Ahnung hat, kann es dazu kommen, dass man, wie schon erwähnt, nachfinanzieren muss und dass eben 1000 Euro dann vielleicht nicht reichen. Weil wenn man hier mit 25 Euro Trades eröffnet, kann man sich natürlich auch die Centbeträge vorstellen, die man da nachher wieder rausholt. Das heißt, um da wirklich finanziellen Vorteil zu haben und da richtig Geld mitzumachen, da muss man da 100, 200, 300, 500 Euro investieren in so einen Trade. Naja, und wenn man dann mit solchen Summen spielt, also mit 100 Euro, und man eventuell noch nachfinanzieren muss, dann sind halt eben auch tatsächlich 1000 Euro ganz kleines Spielgeld bei der Börse. Da braucht man schon ein bisschen mehr, damit man da keine Verluste macht. Denn wenn man diesen Trade dann offen lässt, dann kann es natürlich jederzeit wieder sein, wenn man immer weiter nachschiebt das Geld, dass man irgendwann im Plus landet. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Prozent das Geld im Plus dann eben über dem Anfangspunkt drin ist. Es kann dann sein, dass man da vielleicht dann irgendwann mittlerweile tatsächlich 1000 Euro schon drin hat und jetzt kommt er endlich ins Plus, dieser Trade. Und dann kann es trotzdem sein, dass ihr da nur 10, 20, 30 Euro Gewinn gemacht habt, obwohl ihr da mittlerweile vielleicht schon 1000 Euro in dieser Position drin stecken hattet. Das ist ziemlich undurchsichtig. Und deswegen sollte man da als Privatmensch, der keine Ahnung hat, definitiv die Finger von lassen. Aber wie gesagt, hier geht es ja nicht mal um Fachwissen, hier geht es einfach nur um Geld abzugrasen. Und Sie sollen verstehen, dass Sie nichts bezahlen, ja, Sie kaufen nichts. Sie überweisen Ihr Geld auf Ihr Handelskonto auf der Handelsplattform, aha, damit Sie von Ihrem Betrag Gewinne verdienen. Also natürlich, Ihre Gewinne verdienen von Ihrem Betrag. Ja, also es gibt drei Möglichkeiten, den Betrag wählen auf der Handelsplattform. Dort steht ja Standard, ja, oder Premium oder VIP, also 250 oder 500 oder Maximum 1000, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Und auch Ihre Gewinne natürlich hängen von der Flüchtigkeit am Finanzmarkt, aber Sie verdienen natürlich ja immer
Also einmal können Sie mehr, einmal weniger verdienen, ja? Es hängt von der Fluchtigkeit am Finanzmarkt und wie Sie das Ihr Geld investieren, ja? Und auch den Zugang zu Ihrem Konto. Wie bitte? Wie viel Geld kann man verdienen? Nicht sehr gute Verbindung, wiederholen Sie bitte nochmal. Und wie viel Geld kann man da verdienen? Wie viel Geld kann man verdienen, ja? Ja. Also monatlich haben Sie die Möglichkeit von 30% oder sogar mehr zu verdienen. Also es läuft wie Deposit bei der Bank, ja? Die Kunden haben ihr eigenes Konto und verdienen Prozenten. Aber bei uns können Sie viel mehr als bei der Bank verdienen, 30% monatlich oder sogar mehr. Also Ihr Finanzberater stellt mit Ihnen zusammen den... Also dieses ganze Blabla hier, das ist nichts anderes, als euch in die Falle zu locken. Denn alles, was ihr da erzählt, mit 30% garantiert und bla und bla und bla, wer will euch das garantieren? Ich habe es ja nur erklärt, wie der Tradingmarkt funktioniert. Wie will man denn da garantieren, dass man 100%, 30% Gewinn rausholt? Weil mit 250 Euro, da geht's um Centbeträge, die man damit erwirtschaften kann. Denn bei 250 Euro könnt ihr höchstens, keine Ahnung, 5 bis 10, vielleicht 15, allerhöchstens 25 Euro investieren. Und dann ist ja schon ein Riesenteil von eurem Geld weg. Also wie soll denn das gehen? Wie will ich da 30% Gewinn auf 250 Euro machen? Es ist mir immer wieder, weiß ich nicht. Ich meine, ja, mittlerweile kann ich es euch ja schon so langsam erklären, wie das ganze Bums da funktioniert mit dem Trading-Betrug. Ich meine, man muss sich ja dann über kurz oder lang hier wirklich mal mit beschäftigen. Habe ich jetzt auch mittlerweile tatsächlich mal so ein bisschen gemacht. Ich meine, wurde auch mal Zeit. Aber ich habe mal meine Zeit dafür genutzt und da tatsächlich auch mal recherchiert, wie sowas eigentlich wirklich funktioniert, so wirkliche echte Trades, wie man das macht. Aber das, was die hier erzählen, ich meine, mir war das vorher ja schon immer suspekt, was sie da für Blödsinn runterrattern und dass das nicht mal im Ansatz was mit damit zu tun hat. Aber sobald man sich damit nur mal 1-2 Stunden beschäftigt hat, kannst du eigentlich über so ein Gespräch hier nur noch lachen. Es ist eigentlich traurig, was die da für Geschichten erzählen. Einfach nur gruselig, komplett bei den Haaren herbeigezogen, die Gewinne, die man da angeblich macht. Es ist Wahnsinn. Also man kann vielleicht innerhalb von einem Jahr 30% Gewinn machen mit 250 Euro. Aber dann muss auch echt alles irgendwie geklappt haben. Es sind immer Verluste dabei. 100% Gewinn ist unmöglich, dass man immer richtig liegt. Und bei 250 Euro sind 30% Gewinn dann in einem Jahr ja auch nichts. Tja, und dann nimmt sich aber ja natürlich auch noch die Plattform, also wenn wir jetzt von seriösen Plattformen ausgehen würden, dann nimmt sich die Plattform ja logischerweise auch noch was davon weg. Weil die stellt euch eine Plattform zur Verfügung. Ja, und wie soll man da jetzt aus so wenig Geld reich werden? Es ist absolut suspekt. Auch diese Versprechen, dass man da meistens dennoch, wenn man 250 Euro einzahlt, nochmal 250 drauf bekommt, also 100% Bonus oder 30% Bonus oder 50% Bonus als Geschenk obendrauf. Wie soll denn das bitteschön gehen, wenn ihr innerhalb von einem Jahr höchstens die 30% Gewinn machen könntet? Geht doch die Firma dran pleite, wenn die an jeden Einzahler das Doppelte nochmal verschenkt. Da haben die ja keinen Gewinn von. Die machen ja nur Gewinn, wenn es eine seriöse Firma ist, mit den erfolgreichen Positionen, also auch mit den negativen Positionen, das ist klar, ist vollkommen egal. Ihr zahlt halt einfach eine Provision für diese Trades. Weil irgendwovon muss ja die Firma, die das alles bereitstellt, ja auch leben. Ist ja ganz logisch. Und da muss man sich auch bewusst sein, dass dieses Trading nichts mit der richtigen, echten Börse zu tun hat. Das ist nur der kopierte Markt innerhalb dieser Firma. Die spiegeln den echten Finanzmarkt bei sich quasi in der Firma und gaukeln die legal nach, die Kurse. Und, naja, wie will man da dann, wenn man so ein eigenes Geldsystem geschaffen hat, da noch Geld verschenken? Ist ja gar nicht möglich. Es ist einfach nur Wahnsinn, was man da für Geschichten aufgetischt bekommt. Sogenannten, ja, also Fortschritt, ja, Finanzmarkt. Mhm. Und wählt die besten Trades aus. Mhm. Und da alles automatisch läuft, der Roboter wählt auch die besten Trades am Finanzmarkt aus. Und das wichtig ist, dass Ihr Geld und Ihre Profite können Sie jederzeit auszahlen lassen. Das können Sie gerade selbst in Ihrem Account tätigen. Oder natürlich mit Hilfe Ihres persönlichen Finanzberaters. Und den Zugang zu Ihrem Konto werden nur Sie haben. In Einstellungen ändern Sie das Passwort, ja, und alles läuft ganz sicher.
Also sagen Sie bitte, haben Sie das Interesse an Onlinehandel hier? Haben Sie vielleicht Fragen? Was muss ich denn da machen? Also zuerst muss man Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Man muss Ihr Handelskonto, was bedeutet aktivieren, ja? Mit dem minimalen Betrag oder dem maximalen, also Ihrem Wunsch nach, ja? Die technische Grenze, ich habe schon gesagt, ist von 250 bis 1.000. Aha, also und was ist da am besten? Ja, Ihr Erstdeposit können Sie per Kreditkarte oder Banküberweisung tätigen. Mit der Kreditkarte geht es gerade und sofort auf der Handelsplattform. Ja. Und auf die Banküberweisung braucht man natürlich ein paar Arbeitstage warten, bis das Geld auf Ihr Handelskonto kommt. Aha. Na, sagen Sie bitte, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Welcher ist denn da am besten? Das kann ich nicht Ihnen empfehlen, ja, Ihrem Wunsch nach. Also es hängt, wie viel verdienen Sie können, ja? Man kann mit 250 starten oder mit 500 oder mit 1000, mit 1000. Und was macht man da am besten? Wie bitte? Am besten? Was macht man da am besten? Also das kann ich nicht Ihnen empfehlen. Also Ihrem Wunsch nach. Ihrem Wunsch nach. Also natürlich, je größer Betrag natürlich verdienen Sie, desto größer. Aber das kann ich nicht empfehlen. Man darf nicht empfehlen. Das ist Ihr Geld und das ist Ihr Handelskonto und Sie überweisen so viel, so viel ich verdienen möchte. Ja, aber dann weiter arbeiten Sie mit Ihrem persönlichen Finanzberater und ich bin nur die Account Managerin. Ich helfe Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Also? Ich weiß ja nicht, was da gut ist. Wie bitte? Ich kenne mich ja da nicht so aus. Hallo? Ja, hallo? Okay, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Ich weiß ja nicht, welcher Betrag da gut ist, was man da am sinnvollsten einsetzt. Wie bitte? Was? Wiederholen Sie bitte nochmal. Ich höre nicht jedes Wort. Nicht jedes? Welche Betrag haben Sie denn? Vielleicht sind Sie weit von Ihrem Handy. Nee, habe ich an der Backe kleben. Okay, jetzt ist besser. Ja, also, ich rufe Sie vom Büro an, ja? Von einem Büro? Ja. Von welchem denn? Also, unser Büro befindet sich in London. In London? Ja. Wie ist da das Wetter? Also, wie bitte? Wie ist da das Wetter? Hallo? Ja, hallo? Entschuldigen Sie bitte, nochmal. Wie ist denn da das Wetter? Das Wetter, also am Morgen war es regnerisch und jetzt weiß ich nicht. Ach so, keine Fenster? Jetzt weiß ich nicht. Ich bin schon lange bei der Arbeit. Ach so. Seit wann denn? Hallo, was machen wir weiter? Haben Sie das Interesse an Onlinehandel, Herr Karp? Na klar. Okay, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Dann würde ich mal mit 25 Euro anfangen. Mit dem Minimalen. Also, dann habe ich es verstanden. Also, ich kann das nicht Ihnen empfehlen. Ja, aber wie die meisten Kunden, vielleicht, wenn Sie keine Erfahrungen haben, dann natürlich nicht gut. Beginnen Sie mit dem minimalen Betrag und dann verstehen Sie, wie es funktioniert. Ja, Sie bekommen die erste Gewinne. Okay. Oder soll ich dann einen anderen Betrag nehmen? Und sagen Sie bitte, welche Variante passt Ihnen besser mit Kreditkarte oder Banküberweisung? Na, weiß ich nicht, kann man da auch mit was anderes einzahlen? Was anderes? Nur mit Bitcoin oder mit Lala-Coin, Dipsy-Coin. Mit Bitcoin, haben Sie Bitcoin-Wallet? Ja. Okay, dann sende ich Ihnen die Adresse. Haben Sie auch PayPal? Nein, PayPal funktioniert im Moment nicht, ja. Aber durch Bitcoin kann man. Ach so, bei BitPay oder... Wie bitte? Oder wie macht man das? Also per Kreditkarte oder Banküberweisung oder mit Bitcoin-Wallet. Okay, ja dann würde ich Klarna benutzen. Wie bitte? Klarna? Was bedeutet Klarna? Na Klarna, das Bezahlsystem. Okay, sagen Sie bitte, welche Variante passt Ihnen am besten per Kreditkarte? Oder gerade mit Bitcoin-Wallet? Also Klarna nehmen Sie nicht. Wie bitte?
Klarna nehmen Sie nicht. Ich verstehe Sie nicht. Na Klarna. Kann man bei Ihnen mit Klarna nicht bezahlen? Ich verstehe Sie nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also ich verstehe Sie nicht. Welche Variante der Klarna. Einzahlung? Was wird kleiner? Klarna, nicht kleiner. Klarna. Müssen Sie mal googeln. Klarna. Also hier Kart. Ja, Mario Kart. Ich verstehe Sie nicht. Nee, aber warum? Weiß ich nicht. Haben Sie da einen anderen, der das versteht? Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem? Also ich starte von an, im Bereich des Finanzmarkts. Ja. Und am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie keine Erfahrungen haben. Na, da haben Sie ja gefragt, ob ich Ahnung im Handeln habe. Da habe ich keine Ahnung. Aber im Finanzmarkt schon. Ich habe ja ein Konto bei der Sparkasse. Okay, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer, damit nee. Wir in Kontakt bleiben? Sie das ist eine bitte? Festnetznummer. Haben Sie WhatsApp auf diese ja. Nummer? Nee. Nee, und haben Sie überhaupt WhatsApp vielleicht ja. auf einer anderen Nummer? Ja. Und können wir im Kontakt per WhatsApp bleiben? Nee. Nee? Hm. Und warum? Also, ich schicke Ihnen einen Link oder was brauchen Sie? Aber in WhatsApp macht man doch sowas nicht. Also, wie bitte? In WhatsApp macht man doch sowas nicht. Dann brauche ich Ihnen, also wenn Sie mit Bitcoin Wallet Ihre Handelskonto aktivieren möchten, dann schicke ich Ihnen Adresse, ja, mit Kreditkarte schicke ich Ihnen Link. Und auch dann später sende ich Ihnen Login-Daten zu Ihrem Account. Also wir müssen in Kontakt bleiben. Ja, da können Sie doch so lange am Telefon bleiben. Wohin sende ich Ihnen diese Informationen? Können Sie mir doch sagen. Wie bitte? Na, Sie können mir doch die Klarna-Adresse einfach sagen. Von Klarna. Und dann hat Ihnen die Betrügerin einfach direkt aufgelegt und hat sich nicht mal verabschiedet. Wahrscheinlich waren wir ihr denn jetzt so kompliziert. Sie hat wieder nicht verstanden, was wir eigentlich wollen. Tja, so ist es halt, wenn man als Betrüger aus dem Ausland hier in Deutschland anruft, ohne der Sprache richtig vollständig mächtig zu sein. Ich weiß es mal auch nicht, was die sich jedes Mal dabei denken. Tja, aber es ist auf jeden Fall gruselig. Eure Telefonnummer für WhatsApp solltet ihr solchen Betrügern auf gar keinen Fall am Telefon geben. Denn, ja, ist nicht nur eure Handynummer dann bekannt, wo man euch dann auch noch zumüllen kann mit, nerviger Werbung. Ist ja schon schlimm genug, wenn man schon auf dem Festnetz sowas hat. Dann sollte man definitiv nicht noch seine Handynummer danach legen. Außerdem kann man, wenn man euch in WhatsApp anruft, eure IP-Adresse richtig gut rausfinden, wo ihr seid, also euer Standpunkt. Ist leider so eine Sicherheitslücke bei WhatsApp, die, naja, nicht unbedingt nur WhatsApp geschuldet ist, sondern allgemein dem, mir fällt das richtige Wort dazu nicht ein, die, der Aufbau, wie der Auf, wie der Ruf, Anruf funktioniert, das, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr euch damit aus, auf jeden Fall gibt's, das Protokoll, STUN heißt das, glaube ich, worüber man da telefoniert, und das ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da 100% sicher ist, wenn man angerufen wird. Wer sich damit auskennt, findet dann eure IP-Adresse raus. Will man, glaube ich, auch nicht unbedingt haben. Naja, schauen wir mal zum nächsten Gespräch, wie unser nächster Betrüger sich so schlägt. Ja, bitteschön. Was ja, denn? Hallo. Guten Tag. Ja, was denn? Ich bin gerade mit Herr Louis Jons. Das ist der Vorname, ja. Ja, das hat ich auch gemeint. Ich wollte kurz mit Ihnen unterhalten über eine Anmeldung, was Sie gemacht haben, über Online-Trading. Welche Anmeldung denn? Wann denn? Über Trading Online. Ja, und wann? Das war vor 3 Tagen. Nee, das kann nicht sein. Kann sein. Nee, kann nicht sein. Interesse gezeigt haben am Trading auch. Ja, aber vor 3 Tagen kann nicht sein. Nein, meinte ich, das kann sein, dass Sie früher Trading gemacht haben und Interesse gezeigt. Ja, aber wieso sagen Sie denn vor 3 Tagen? Stimmt doch gar nicht. Kann sein, habe ich gesagt. Ich hab nicht ja, aber ich habe ja nach einer richtigen Antwort gefragt, nicht nach kann sein. Ja. Ja. Richtige weiß ich noch nicht alles. Ach so, also scheißen Sie auf Datenschutz. Wie bitte? Also scheißen Sie auf Datenschutz. Nein, ich scheiße nicht auf Datenschutz, okay? Ja, aber es interessiert Sie ja nicht, wo Sie die Daten herhaben.
Ich habe Ihnen gesagt, das kann sein, dass Sie Interesse gezeigt haben für ein Trading. Es kann sein, also wissen Sie es nicht mal genau. Ja, die einzige, wo ich weiß, ist, dass Sie früher Trading gemacht haben und ein Kapital verloren. Das ist schon mal nichts, weil das stimmt ja nicht. Das stimmt, das können nee. Sie nein sagen, weil schaue ich um dem System. Ja nicht, und nur weil es dabei geht, stimmt das ja nicht. Sie haben so mit Standardüberweisung bei englischer Bank eingezahlt. Auch. Nö, nicht. Sie können nein sagen, das macht mich keine Sorge natürlich, weil die sind ihre Geld und wenn sie nicht verantwortlich für ihr Geld sind, sind sie einfach so ein Mensch und ich respektiere ihnen normal. Aha, also interessiert mich das gar nicht, sie machen einfach weiter da in ihrem Programm. Das Kapital, was ich früher verloren habe, wo ja, habe ich ja nicht. Wie? Ja, ich habe ja nichts verloren, habe ich doch gesagt. Wohl, das Geld von 55.000 wollen sie nicht mehr, keinen Cent haben. Ja, habe ich ja nicht investiert, also kann ja auch nichts verloren gegangen sein. Also dementsprechend stimmt die ganze Geschichte ja nicht. Okay. Es ist absolut unterirdisch. Also wir haben es jetzt hier mit dem Betrug nach dem Betrug zu tun. Das Schlimme dabei ist, die grasen hier die Leute dem Anschein nach auch auf Masse einfach ab. Also nach dem gleichen Prinzip wie vorher schon. Einfach überall anrufen und mal gucken, wer anbeißt. Ich finde das einfach absolut Wahnsinn. Die rufen überall an, gucken, ob da einer was verloren hat. Oder tun zumindest so, als wüssten sie es schon. Und wenn man dem widerspricht, dann sind sie sich ja ganz sicher, dass dem doch so ist. Tja, aber weiß man nicht, als Geldbesitzer eigentlich am besten, wo das Geld geblieben ist und wenn es wirklich weg ist, dass man, ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe es einfach nicht, wie man mit so plumpen Ideen irgendwie Geld machen kann. Das ist Wahnsinn. Das Schlimme ist, wer jetzt hier drauf reinfällt, hat schon mal Geld verloren. Und wird es definitiv noch ein weiteres Mal verlieren. Denn das ist ja hier das, worauf das Ganze abzielt. Sie wissen, wenn Sie spielen wollen, es macht mich nicht nervös oder sauer oder traurig. Also finden Sie das ein Spiel, die Menschen am Telefon zu belügen und zu betrügen? Nein, das ist nee. Keine Belügung und keine Betrügung. Na doch. Wenn Sie denken, das so stimmt ja nicht. Ich denke ja nicht so, ich weiß ja, dass ich nichts eingezahlt habe. Sie haben eingezahlt, habe ich ja auch gesagt. Nee, habe ich ja nicht gemacht. Bank. Warum wollen Sie mir einlügen, bitte? Naja, Sie lügen doch. Ich lüge Ihnen, vor was ich lüge, genau. Sagen Sie mir. Eingezahlt hätte, das stimmt ja nicht. Warum spielen Sie so dumm? Das ist dumm spielen. Nee, Sie spielen doch dumm, weil Sie tun doch so, als hätte einer eingezahlt. Das stimmt ja gar nicht. Okay, loggen Sie bei Ihrer Bank. Und ich schaue, wenn Sie nicht eingezahlt haben, ich schenke Ihnen, was Sie wollen. Keine Sorge. Das hat mit der Bank, das hat ja damit nichts zu tun. Weil die Transaktionen sind von Ihrer Bank gegangen. Also ich soll mich jetzt auf meiner Bank einloggen, um ihm das zu beweisen, dass ich kein Geld verloren habe? Was ist denn das für ein Bullshit? Wer glaubt sowas? Und das Schlimme ist, wenn der sich jetzt mit Anydesk schon wieder mit euch verbinden will, ihr könnt euch vorstellen, was der da vorhat. Der hat vor, noch mehr Geld abzubuchen. Der macht euren Bildschirm schwarz und überweist einfach Geld an irgendein Konto. So wird's nämlich laufen. Das ist das, was die da vorhaben. Wie die das genau erreichen, weiß ich nicht. Es gibt ja diesen Pin und den ganzen Kram. Es hätte sicherlich mehr Erfolg gehabt, wenn's, wo es das noch nicht gab mit den ganzen Pins, aber es ist schon irgendwie Wahnsinn. Vor allem schon alleine die Aussage, wenn das nicht stimmt, dann gibt er mir, was ich will. Also wie bekloppt muss man sein, um auf sowas reinzufallen? Ich verstehe es nicht mehr. Also es wird doch immer bekloppter, immer sinnloser. Das hat doch gar keinen Sinn mehr, oder? Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nö. Dann wissen Sie ja auch die Banken, die Banknummer. Dann können Sie mir die ja erzählen. Nein, die Banknummer weiß ich nicht. Ach, gucke. Bekomme ich nicht. Mir was, aber haben wir gar keine Antwort dazu. Ist ja peinlich. Wie bitte? Ja, peinlich, sage ich. Was ist das peinlich, bitte? Sowas glauben Leute, ja? Da fallen wirklich Leute drauf rein? Manche ja, manche nein. Ist ja traurig. Schauen Sie, zum Beispiel, ein Hurensohn wie Sie, wo war wie schlau und das ganze Leben ist am Arsch gefickt wegen die Betrüger und jetzt am Ende will sie schlau machen. Aha. Weißt du, du bist so einer. Ach aber so. Du bist gefickt die ganze Zeit von die Betrüger, weißt du? Ja. Schön. Bei mir klappt nicht, das ist scheißegal. Tja, und schon wieder haben wir jemanden, der den Betrug ganz offen und ehrlich und vollkommen unverblümt einfach so klar, also zugibt, dass der betrügt.
Also, wo sind wir denn hier mittlerweile? Also, die machen ja mittlerweile nicht mal ein Hehl daraus, dass sie die Leute bescheißen. Das interessiert die gar nicht. Die machen einfach weiter. Dann sind sie sogar noch ehrlich und sagen sie auch, manche sind halt so blöd und fallen darauf rein. Ja, ist halt so. Der eine fällt drauf rein, der andere halt eben nicht. Und ja, aber ja, beleidigen kann ich trotzdem die Leute noch ein bisschen. Also, wo sind wir denn mal hier gelandet? Also, es wird immer schlimmer. Als ich am Anfang hier mit dem ganzen Bums angefangen habe, habe ich echt nicht gedacht, dass sowas hier dabei rauskommt. Vor allem, es wird immer schlimmer. Also, extrem immer schlimmer. Und vor allem, es wird immer dümmer. Also, ich verstehe es einfach nicht mehr. Wie plump kann man denn eigentlich sein und dann noch die Leute beleidigen, wenn sie nicht darauf reinfallen? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Die Reaktion von ihm ist eigentlich auch absolut unverständlich. Tja, ich meine, selbst wenn er jetzt hier zugibt oder begriffen hat, dass das nichts mehr wird und den Betrug ja auch zugibt, dennoch beleidigen und dennoch, ja, man, ihr seid ja alle beschissen und was? Also, wer soll denn das noch verstehen? Ich verstehe es einfach wirklich nicht mehr. Ich bin nur noch perplex über das, was ich hier selbst von meinen eigenen Gesprächen immer noch mal hinterher höre, was da eigentlich so zustande kommt. Es ist nur noch Wahnsinn, was da an der Telefonleitung so rumlümmelt. Sie haben mit deinem Geld, weißt du, gefickt, alles gekauft, was die gebraucht haben. Und die jetzt denken, oh, ich habe nicht. Du hast eingezahlt und nicht einmal. Du hast vielmals eingezahlt. Das ist ja witzig. Das ist witzig, weil ja. Sie wollen nicht dann runtergehen und die Wahrheit akzeptieren, okay? Weil ich bin vielleicht ein Betrüger. Aber ich akzeptiere, dass ich Betrüger bin. Weil ist mein Job, also mir ist scheißegal. Aha, naja, aber da muss auch akzeptieren, dass das jetzt hier alles auf YouTube landet, ne? Und alle das hören. Ja, und sollte ich noch was sagen? Dass ich fick dich und deine Mutter und diese, was die Leute hören. Kannst du okay. Das auch aufnehmen? Ja, ist klar, ist mit drauf. Können wir so drin lassen. Dann wissen wenigstens alle, was da für Firmen anrufen und was da für Menschen eigentlich so sitzen. Ja, ich fick dich und die Menschen, wo das die hören. Okay. Kein Problem. Keine Angst, mal irgendwann damit im Knast zu landen? Du kannst nur mich mit deinem Polizeischwanz stutzen. Und mit deinem YouTube auch zusammen. Ja. Also, ja, können dein Thread zu den Group machen. Ja. Naja, dann wissen die ja jetzt auch. Aber zuerst lassen sie den Hauptkommissar mir zu blasen. Ja. Okay. Kann ich auch sehen. Frau. Das macht mir keine Angst. Ja. Das merke ich. Ja, höchst interessant. Tja. Aber willst du nicht mal irgendwann was anstellen? Keine Sorge oder kein Problem. Weißt du. Aber so richtig viel kann man ja da scheinbar nicht verdienen, weil ihr ruft ja immer wieder an. Ich habe ja immer die gleichen Kakerlaken an der Leitung. Scheint ja nicht so zu laufen. Verdienst du Geld am Internet? Was? In YouTube. Verdienst du Geld mit das Gespräch? Ja, na klar. Das ist gut. Ja. Hast du einen guten Weg gefunden. Freue mich. Richtig, aber ich mache speziale Bewerbung. Ich bin nicht gegen. Ja. Mir macht Spaß, meinen Job zu machen. Mir macht Spaß, Schwanz bei Leuten zu lutschen und Stimme zu nehmen. Und dann später gehen in Toilette und wichsen mit Stimme von den Leuten, weil du bist ein Schwuchter oder weil du bist ein Deutscher natürlich. Oh, 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 oh. Tja. Also was will man dazu jetzt noch sagen? Ich meine, der scheißt auf die Polizei, befindet alle Deutschen scheiße. Ich meine, genau das ist ja auch der Hintergrund, warum die das da machen. Es sind irgendwelche islamischen Länder, die das hier tatsächlich durchdrücken wollen. Ich meine, man hört ja mittlerweile tatsächlich auch, dass sie ihren Islambums hier auch in Deutschland noch mit Gewalt durchdrücken wollen. Es ist einfach nur noch erschütternd, was hier alles passiert. Und ich finde es wahnsinnig erschütternd, dass die einfach frei rumlaufen. Ich meine, die laufen ja frei rum, die sitzen nicht irgendwo eingesperrt. Und tatsächlich könnte es ja also es ist nicht mal unwahrscheinlich, dass sie sogar in Deutschland sitzen. Natürlich haben die viele Callcenter im Ausland. Aber, naja, davon sprechen auch ziemlich viele flüssig Deutsch. Und auch wenn es Deutsch gebrochen ist. Ja, aber gut, Deutsch lernst du halt an der Quelle. Und, tja, ich traue mich nicht, meine Vermutung auszusprechen. Was das für Leute sind. Aber ich glaube, wenn ich euch sage, ich vermute, dass das sehr, sehr viel mit dem Islam zu tun hat, ich glaube, dann wisst ihr, welche Personengruppe ich damit anspreche.
Und das ist ja tatsächlich mittlerweile ein riesengroßes Problem. Das möchte ich hier auf dem Kanal leider nicht ausweiten oder kann es leider auf dem Kanal nicht ausweiten, weil auch hier auf YouTube hat die Zensurfalle schon öfters mal zugeschlagen. Von daher lasse ich von solchen Themen lieber die Finger. Aber es ist schon absolut erschütternd, was hier bei uns in unserem Land beziehungsweise hier in ganz Europa passiert. Die wollen uns hier übernehmen, labern uns mit so einem Stuss voll, nehmen uns das Geld weg, bejubeln sich dafür und machen sich dann über die Leute lustig. Und grundsätzlich ist der deutsche Mann ja für die immer eine Schwuchtel. Mehr ist es ja nicht. Tja, also ich weiß nicht, was die von uns für ein Bild haben und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Dass das viel mit Religion zu tun hat, ich glaube, das ist klar. Und dass es auch wirklich viel von den islamischen Ländern her passiert, ist, glaube ich, auch klar. Auch wenn man immer wieder hört, dass viele Callcenter in der Türkei sitzen. Dem ist nicht nur so. Natürlich gibt's Callcenter in der Türkei, die uns ja auch anrufen. Aber, tja, ich weiß es nicht. Also, es ist gruselig. Es ist absolut erschütternd, wenn man sowas hört. Ich bin ja, wie ihr nun schon öfters mal gehört habt, selbst mit einem Ausländer verheiratet. Also, sowas kann man mir einfach nicht vorwerfen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Und das ist nicht der einzige Ausländer in unserer Familie. Da haben wir noch zwei weitere, die deutsch angeheiratet sind, dabei. Die arbeiten, die sind vernünftig, die tun hier was. Die Kindererziehung ist 1A, so wie es sich gehört. Smartphone weg und so eine Geschichten. Aber die dürfen schon mal an so ein Handy, aber nur in Maßen, nicht in Massen. Fernseher bleibt aus. Und kein dusseliges Programm. Also wenn, dann gibt's mal einen ausgewählten Trickfilm oder sowas. Das nenne ich Erziehung. Aber was da am Telefon hockt, Leute, das tut schon weh. Es ist einfach, ich bin immer wieder empört und schockiert. Ich kann's nicht anders beschreiben. Aber ich finde auch keine Lösung, wie wir das Problem hier lösen können. Aber es ist ein Problem. Es ist ein riesengroßes Problem, was hier passiert. Ja. Okay. Na, du kannst ja alles aufzeichnen. Ja, genau. Dann wissen wir ja Bescheid. Super. Es ist mir scheißegal komplett. Ja, merke ich. Sag mir deinen Kanal YouTube, damit ich auch schauen und höre meine Stimme. Nö. Aber natürlich, du hast keine. Ja. Sag mir, ich will selber das, was ich gesagt habe, hören. Gib mir den YouTube, warum hast du so viel Angst? Weil du keine Eier hast. Okay. Du bist kein Mann, oder so. Nee. Aber wie kann man denn schwul sein, wenn man kein Mann ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Bitte? Ja, aber wie kann man denn schwul sein, wenn man kein Mann ist? Wie geht denn das? Du bist schwul. Weil du merkst sofort, Mann. Ja, aber... Was du machst, merkst sofort, Mann. Passt ja alles nicht so ganz, was du da so sagst. Was du... Ihre Stimme zuerst. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was ihr da so für eine Arbeitseinstellung habt. Aber hat mir Spaß gemacht. Okay. Ich will nur das hören. Sag mir deinen YouTube-Kanal. Nö. Warum nein? Ich helf doch dir nicht noch dabei. Aber ist da meine Stimme? Du musst ein bisschen gucken. Irgendwann wirst du das schon finden. Wenn deine Deutsche will mir wie schlau machen, weißt du, ich will mich toten. Ich schwöre dir, weil die sind so dumm und so Hurensohn. Das war jetzt hier tatsächlich schon eine Morddrohung, ne? Wer will uns töten? Deutsche sind so dumm. Also was möchte man dir dazu jetzt noch sagen? Also, ich meine, ich bin ja vieles gewohnt, ne? Und bei mir prallt ja auch sowas ab. Das Problem ist, mittlerweile müssen wir tatsächlich ja Angst haben, dass sowas bei uns unten vor der Tür rumläuft. Ja, aus diesem Grund ist halt der Kanal hier auch möglichst anonym geführt und viele VPN-Tunnel dafür benutzt und ja, alles so technisch eingerichtet, dass es nicht anders geht. Nur leider macht's Deutschland einem auch ziemlich schwer, hier seriös anonym berichten zu können. Denn in Deutschland gibt's ja sowas wie eine Impressumspflicht und so weiter und so fort. Tja, und damit machen die es einem hier ziemlich schwer, sowas anonym zu machen. Also, so einen Kanal hier. Mal davon abgesehen, dass die Gesetze es ja uns auch als Scambaiter extrem schwer machen. Hier in Deutschland darf man die Leute ausrauben, ohne dass was passiert. Allerdings, wenn man sich dagegen wehren möchte, muss man aufpassen, dass man hier nicht verklagt wird in unserem Land. Es ist einfach absolut erschütternd, was hier alles passiert. Und das kristallisiert sich ja auch immer mehr raus, dass das hier absolut gezielter Hass auf Deutsche ist, diese ganze Telefonscheiße.
Ich meine, diese Trading-Betrüger, die rufen ja schon seit mindestens 10 Jahren hier in Deutschland an. Aber seit, ja, nicht ganz so kurzer Zeitraum, schon etwas länger, sind die hier doch sehr auffallend, die Gespräche. Und ja, seit allerkürzester Zeit wird es immer unterirdischer. Die setzen da einfach solche Leute. Ich frage mich, wie kann man denn auch so noch Geld verdienen? In erster Linie geht es ja da eigentlich ums Geld verdienen, also uns auszurauben. Mehr ist es ja nicht. Toll ist, dass er es uns ja hier bestätigt. Aber was er jetzt hier so alles von sich gibt, ja, also weiß ich nicht. Also alleine für diese Worte gehört er meiner Meinung nach definitiv ins Gefängnis. Mal abgesehen von seinen Betrügereien. Sowas hier muss man ganz dringend sofort wegschließen. Also es interessiert aber keinen. Die machen einfach weiter und weiter und weiter und rufen den nächsten an. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Okay. Was führt dich zu dieser Aussage? Wie bist du denn da drauf gekommen? Das ist so Hochdeutsch und ich verstehe das nicht. Mhm. Sag so, warum? Sag mal nichts. So, sprechen Sie mit mir nicht so Hochdeutsch. Mhm. Wie soll ich denn sonst sprechen? Ich beantworte, keine Sorge. Aha. Reden Sie. Ich finde das ja traurig, was du da so machst. Du findest das traurig? Ja. Ich nicht jeder wie du. Weißt du? Ja, man könnte doch einfach was Vernünftiges machen. Einen anständigen Job. Mir ist egal, was du sagst. Du bist schwuck, Digga. Das ist ja nicht schlimm. Naja, natürlich. Für dich Arsch, dein Arsch zu fegen ist nicht schlimm, weil du Schwuchtel bist. Ja und? Ja, wie und? Weil du hast Gesicht, da hast du kein Gesicht. Das, was du machst, damit dein Arsch zu fegen, ein Mann. Mhm. Arsch zu ficken. Das heißt, du hast kein Gesicht. Wie gehst du vor deine Mutter und du fickst deinen Arsch? Weißt du, was du bist? Du bist dein dreckiges Schwein. Ach so, ja, aber meine Mutter hat damit kein Problem. Sie findet das auch gut. Ja, natürlich, weil die ganze Familie ist scheiße wie du. Du kommst von einer scheiße Familie. Ja, kann sein. Das kann Oder sein. Was hat zu tun die Mutter? Die ja. Mutter hat nichts zu tun, tut mir leid wegen der Mutter, weil die hat. Ach so. Ist nicht schuld. Es tut mir leid wegen der Mutter, weil die hat nichts zu tun mit dieser Sache. Ja, aber hast du ja die ganze Zeit schon beleidigt, die Mutter, ne? Nein, die Mutter habe ich nicht, dich habe ich beleidigen. Ach so. Ja, aber trifft mich ja nicht. Natürlich, ja. Aber du hast kein Gesicht. Wenn ein Mann kein Gesicht hat, ist normal. Mhm. Okay. Das war auf jeden Fall interessant. Keine Sorge, hat mir Spaß gemacht. Mhm, merkt man. Ja, scheißegal, weißt du. Hast ja einen sehr erfüllenden Job da bei dir. Wie? Ich sage, du hast dann wohl einen sehr erfüllenden Job. Was heißt das nochmal, oh mein Lieber? Naja, dass sich der Job da scheinbar erfüllt. So mit dem, was du da machst, dass du das da auch in Ordnung findest und gut findest. Ja, ich finde das sehr toll. Mhm. Und wie viel verdient man da so im Monat? Genug. Ach so. Genug Schwanz zu spielen, wo du willst. Ach so. Weißt du? Ja. Genug. Einfach sitzen und Leute wie du verarschen. Ja. Deine Lärm natürlich. Ach so. Naja, wenn das erfüllt, dann bitteschön. Okay, ich habe gleich eine Wichser jetzt, einen Termin. Ja. Ich muss ihn anrufen. Okay, also willst du den nächsten jetzt abzocken? Natürlich. Ach so, okay. Na dann. Ciao. Ja, tschüssi. Hat mir Spaß gemacht. Und mach das schneller, ja, damit ich das höre. Ja, wird bestimmt ein gutes Video. Tschüssi. Ja, tschüssi. Fick deine Mutter nochmal. Ja, also das sind die Gespräche von dem angeblichen seriösen Trading-Finanzmarkt, die von euch Geld haben möchten, um da ja in Treuhand euer Geld zu verwalten. Nun ja, er hat ja jetzt hier wirklich 1a zugegeben, dass das nicht so ist. Aber die Morddrohung da so zwischendrin, das ist schon hart. Also, tja, da weiß man eigentlich gar nicht mehr so richtig, was man da an Worte finden soll. Wie gesagt... Ausländerfeindlich bin ich definitiv nicht. Ist gar nicht möglich aufgrund unserer Familienhistorie. Aber das hier, ja, also, weiß ich nicht. Also, ihr seid auf jeden Fall gefragt. Schreibt gerne mal in die Kommentare,
was ihr da so für Wörter dazu findet. Achtet übrigens auf eure Ausdrucksweise. Ihr wisst ja, YouTube schreddert gerne alles weg, was YouTube nicht gefällt. Von daher macht da ein paar Sonderzeichen, Sternchen und so dazwischen und ein paar Leerzeichen, sodass es aussieht wie zwei Worte. Und naja, ihr wisst schon, ne? Man kann ja trotzdem was schreiben, was man sagen möchte, nur so, dass es halt eben nicht auffällt. Das Problem ist, wenn man so ein bisschen zu ehrlich ist, YouTube versteht auch Wortzusammensätze und filtert das dann gerne raus. Tja, weiß ich nicht, warum das so ist. Aber da möchte man wohl manche Meinungen dann wohl nicht ganz ehrlich hören. Ich weiß es nicht. Ich finde es erschütternd. Ganz, ganz doll und ganz, ganz schlimm. Und das sind die Leute, die man hier frei auf uns loslässt. Die hier bei uns anrufen, wer weiß von wo. Also wir haben ja schon sämtliche Länder dabei gehabt. Ukraine, Albanien, Russland, Türkei war halt auch schon mit dabei. Die rufen aus Spanien an, aus Italien, angeblich aus England. Tja, Deutschland ist definitiv auch mit dabei unter den Ländern, von wo aus die anrufen. Aber auch Indien und auch weiter weg. Tja, es ist schon fragwürdig. Die rufen tatsächlich von überall aus der Welt an, um uns hier zu bescheißen. Aber was für, also auf was für einem Niveau? Ja, verbleiben wir so. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.